Dann machen wir das jetzt über die Weihnachtstage so, weil ja hier eh keiner im Büro ist. Da präsentieren wir den Leuten jeden Tag ein Kapitel aus dem Buch Bullshit Rules. Und anfangen tun wir hier mit der Rule Nummer 2, weil ich über die Nummer 1 schon so viel gesprochen habe. Nummer 2 ist, achte auf deine Sprache. Unsere Sprache, damit sind hier Eigenheiten wie Stil, Akzent, Dialektik und dergleichen gemeint, nicht die Landessprache als solche, ist ein Ausdruck unserer individuellen Persönlichkeit. In der Regel ist sie ein Anzeichen für unsere Überzeugungen, unseren Charakter und unsere Herkunft. Sie sollten das nicht leugnen. Sie dürfen sich niemals dafür schämen, wer Sie sind. Hören Sie manchmal Politiker sprechen und denken sich dabei, was ist nur mit dem? So redet doch niemand. Sie haben recht. So redet niemand, der sich selbst treu ist. So redet jemand, der gelernt hat, sich zu verstellen. Sollte Ihnen jemand raten, mehr auf Ihre Sprache oder Aussprache zu achten, will er damit wahrscheinlich erreichen, dass Sie sich besser in eine Gruppe einfügen. Die Aufgabe der eigenen Individualität und Wahrhaftigkeit ist aber ein großer Preis für ein Leben im Mittelmaß. Persönlichkeiten wie Andy Warhol, Coco Chanel oder Arnold Schwarzenegger haben sich ihre Spracheigenheiten nie verbieten lassen. Ganz im Gegenteil. Sie haben ihre offene und manchmal seltsame Art zu sprechen gezielt genutzt, um sich von der Masse abzuheben. Das verlieh ihren Botschaften umso mehr Gewicht. Sie wurden deshalb zu erfolgreichen Figuren, weil sie keinen Hehl daraus machten, wer sie sind. Es gibt natürlich auch hier eine mögliche Konsequenz, die viele scheuen. Wer nicht bereit ist, sich anzupassen, kann von einer Gruppe ausgeschlossen werden. Denken Sie nur an die drei genannten Persönlichkeiten Warhol, Chanel und Schwarzenegger. Sie galten zu Beginn ihrer Karrieren als Außenseiter. Schwarzenegger wurde ständig für verrückt erklärt. Erst als er mit seinem österreichischen Akzent Schauspieler in Hollywood werden wollte und später, als er sich für den Posten des Gouverneurs von Kalifornien bewarb. Doch die Leute wussten es zu schätzen, dass er sich nicht verstellte. Das brachte ihm ein authentisches Image ein und förderte seine Einzigartigkeit. Sich von der Masse abzuheben, hat nun mal auch große Vorteile. Die Botschaften solcher Leute werden schneller wahrgenommen. Diverse Untersuchungen haben sogar herausgefunden, dass Fluchen gesund ist und produktiver machen kann. Sie müssen also keine Scheu davor haben, mit ihrer Wortwahl hier und da auch über die Stränge zu schlagen. Sie wirken dadurch umso ehrlicher. Auch wenn manche Menschen die Stirn runzeln sollten, werden sie sie für ihre Authentizität respektieren. Immer noch ein schweres Wort. Das war Bullshit Rule Nummer 2. Achte auf deine Sprache.